Du mögest ein Mörder gewesen sein, ein Dieb, ein Ehebrecher, ein Alkoholiker, ein was du nur gewesen bist. In dieser Welt des Geistes, wo es keinen Raum und keine Zeit gibt, wird alles wieder schön. Glücklich ist der, der wenigstens für einige Minuten, für einige Stunden sich manchmal emporreißt von diesem unserem täglichen Leben mit allen seinen Sorgen. Dort stellt sich nicht die Frage, ja, warum kommt Jesus nicht, uns zu helfen? Jesus ist da und das Leiden ist da und der Sinn des Leidens ist da und man sieht die Verherrlichung, die ihr folgt. Die einzige Erklärung der Gegenwart ist die Zukunft.